Musikerbands letzter Gesellungsbrief. Ich erlaube sich zu adressieren zu euch meine letzten Wörter und durch euch zu der polnischen Regierung im polnischen Volk, zu den Regierungen und Völkern von allen alliierten Moluches und zum Gewissen von der Welt. Und die letzte Idee ist, was eine der halben geworden von Polen ist klar. Als die Deutschen bringen nichts um mit sehr scheuderlicher Aktionen, das bisschen Jeden, was eine verblieben in Polen. Hinter die Mauern von Ghetto kommt jetzt vor der letzte Akt von der Tragödie, was hofft in Leichen in der Geschichte. Die Verantwortlichkeit für den Verbrechen von Ausmorden die ganze jüdische Bevölkerung in Polen fällt in der ersten Reihe auf die Mörder Guffe. Aber indirekt belastet die Dosige Afreies auf die ganze Menschheit, die Völker und die Regierungen von der alliierten Moluches, welche haben bis jetzt nicht gemacht in Bemühungen zu einer moschestigen Aktie, veropstellen das Verbrechen. Durch passiven Zugucken sich zu der Ermordung von Millionen schutzlose, gepeinigte Kinder, Frauen und Männer, seien die dosige Länder geworden Schutzwin von den Verbrechern. Ich will euch erklären, als hotsch die polnische Regierung hat sich ein größer Moss beigesteuert zu bewirken, die öffentliche Meinung von der Welt, hat sie es aber nicht getan, auf ein genügendes Mäufen. Sie hat nicht getan, gar nicht, was soll man sprechen zu der Ungeheuerkeit von der Drame, was kommt jetzt vor in Polen, von die beerdet 3,5 Millionen polnische Juden und von die 700.000 Juden, welche sind deportiert geworden in Polen von anderen Ländern, haben in April 1943 Leute Informationen von dem Anführer von der unterirdischen bundischen Organisation, was ist zugeschickt geworden zu uns durch Regierungsdelegaten, noch gelebt nur 300.000. Und die Ausrottung hält weiter an aufhört. Ich kann nicht bleiben still. Ich kann nicht leben, wenn die Rechtler von jüdischem Volk in Polen, wenn es vorsteherisch bin, werden umgebracht. Meine Chaverim im Warschauer Ghetto seien umgekommen mit Gewehr in Hand in dem letzten heroischen Gerangel. Es ist mir nicht gewen bescher zu sterben, also wie sie, zusammen mit sie. Aber ich gehöre zu sie und zu sehr Massenquorum. Mit meinem Tod will ich ausdrücken dem stärksten Protest gegen der Passivität, mit welcher die Welt guckt sich zu und erlost die Ausrottung von jüdischen Volk. Ich weiß, wie wenig ein menschliches Leben ist wert beim heutigen Tod. Aber weil ich hab nicht gekonnt und gar nicht weiß mein Leben, will ich öfter mit meinem Tod mithelfen, als es soll gebrochen werden die Gleichgültigkeit von die, welche haben die Möglichkeit zu raten, wenn jetzt, öfter im letzten Moment, die noch verbliebene polnische Jiden. Mein Leben gehört zum jüdischen Volk in Polen und der Fall gebe ich es immer weg. Mein Wunsch ist, als das Bissel, das wird verbleiben von den paar Millionen polnischen Juden, soll der Leben zu sein, zusammen mit der polnischen Bevölkerung, die Ausleisung, was kann verwirklicht werden in Polen, in einer Welt von Freiheit und in der Gerechtigkeit von Sozialismus. Ich glaube, als Azar Polen wird euch stehen und als Azar Welt wird kommen. Ich bin sicher, als der Präsident und der Premierminister werden übergeben meine Wörter zu die alle, zu welche sie seinen gewählt. Und als die polnische Regierung
wird bald anheben die entsprechende Aktie auf dem diplomatischen Gebiet. Für die, welche leben noch. Ich sage, mein sei gesund zu allem und zu alles, was ist mir teuer und was ich umliegt. Schmusel.